Als du direkt mit Slow-Mo aus deiner Karre kamst, wusste ich sofort, was für ein Spaß du warst. Schon nach deinen ersten Lines muss ich den Leuten sagen, in die Hood fährst du doch nur zum Spielzeugladen. Es ist klar, dass an deinem Image so gar nichts stimmt, vor allen Dingen, wenn du dann in jeder Hook spastisch singst. Ey, Osami Bentunes, sag jetzt nicht du bist noch so ein Typ, der denkt, er wäre dope, obwohl er schwul ist. Komm, ich lass dir noch ein Stückchen Ehre, weil ich fair bin. Du bleibst nicht weiter als ein Clown, der sich zu ernst nimmt. In jeder Line merkt man, dass du Haftbefehl geil findest. Ich find nur scheiße, dass dein Müll in etwa gleich klingt. Nur eben gefühlte 10.000 mal schlechter. Du bist die Billigkopie von dem Hausmaus-Rapper. Was bleibt außer Gangstergetue mit nem schwulen Look? Deine Lines so neben der Spur wie deine Autotune-Hook. Sami Bentunes, der Rap ne Legastheniker. Das Highlight deiner Karriere, dass ich dein Gegner war. Du bist für mich nicht mehr als ein Sparringpartner. Ein Gegner, bei dem das Ergebnis quasi klar war. Kim Jong-un, easy Info, Runde 2. Du fliegst jetzt raus, wenigstens warst du dabei. Bei VBT mitzumachen, für vermeintlich harte Promo. Alter, du siehst aus wie ein fetter Karl Drogo. Kim Jong-un, easy Info, Runde 2. Das Turnier ist für dich jetzt leider vorbei. Es ist am Ende egal, wie viel Kampf du lieferst. Schön, dass du da warst, aber geh dann wieder. Bei dir ist viel Rauch um nichts, da bekomm ich Lungenkrebs. Ich bin nicht nur physisch ziemlich fett unterwegs. Mit dir als Gegner, da grinst dich gut. Wenn mich einer rausschmeißt, na dann bestimmt nicht du. So aufgesetzten Gangster-Rap findet jeder kacke. Das einzig coole an dir war deine Lederjacke. In deinem Blog bist du sicher König. Doch hier bin ich sicher, hast du dein Image bitter nötig. Schreib's mir nen Kommentar, ich mach dich sicher nieder. Und 20 Minuten später löscht du ihn wieder. Echte männliche Aktion von dir, Respekt, Mann. Du bekommst hier die volle Packung von nem Fetzer. Wenn ich deine Klickzahlen seh, frag ich mich, ob das gewollt ist. Du wärst mit Rap groß raus, aber ich seh deinen Erfolg nicht. Dass du ein langweiliger Typ bist, brauch ich das erwähnen. Du fängst an zu rappen und VBT fängt an zu gähnen. Komm, zeig uns allen mal deine echten Skills. Junge, ich hab nur Angst vor dir, wenn du mir an die Wäsche willst. Mich würd's wundern, wenn du auf dem Beat schöner kommst. Dass ich ne Runde gegen dich machen musste, war dein größter Front. Kim Jong-un, easy Info, Runde 2. Du fliegst jetzt raus, wenigstens warst du dabei. Bei VBT mitzumachen, für vermeintlich harte Promo. Alter, du siehst aus wie ein fetter Karl Drogo. Kim Jong-un, easy Info, Runde 2. Das Turnier ist für dich hier jetzt leider vorbei. Es ist am Ende egal, wie viel Kampf du lieferst. Schön, dass du da warst, aber geh dann wieder. Hurensohn, Spasti.